Herzlich willkommen zu einer neuen Videobotschaft aus der Personalabteilung des Roncalli-Hauses. Mein Name ist Hans-Jürgen Herbner und ich bin Leiter der Personalabteilung des Caritasverbandes Wiesbaden-Rheingau-Taunus. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen beraten, unterstützen und begleiten wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungskräfte, die Geschäftsführung und den Vorstand. Zu unseren Aufgaben, durch die ich Sie gerne etwas mitnehmen möchte, sind die Verwaltung der Mitarbeiter. Das ist einfach die Abrechnung zum Beispiel, die jeder kennt. Aber auch Bescheinigungen oder sonstige Auszüge, die Sie aus der Personalabteilung benötigen. Mitarbeiterberatung ist ein ganz großes Thema, in dem wir Mitarbeiter begleiten auf Altersteilzeit, zur Rente hin, KZVK und vieles mehr. Die Personalgewinnung ist ein ganz wesentlicher Teil, den wir in der Personalabteilung vollziehen. Es ist wichtig, dass wir in der heutigen Zeit Mitarbeiter gewinnen können und binden können und dementsprechend, dass auch die Mitarbeiter sich an uns binden. Wenn dann der Mitarbeiter da ist, spielt die Personalentwicklung eine Rolle. Da geht es nicht nur um Fort- und Weiterbildung oder um Schulungen, sondern es geht auch darum, Führungskräfte zu entwickeln auf ihrem Weg zu einer neuen Position. Wichtig in der Personalabteilung sind Personalgespräche, zum Beispiel Mitarbeiterjahresgespräche, die oft auch sein können, wenn Mitarbeiter sich in dem betrieblichen Eingliederungsmanagement befinden, was sich in dem betrieblichen Gesundheitsmanagement aufhält. Betriebliches Eingliederungsmanagement ist wichtig, denn es ist einerseits von dem Dienstgeber vorgegeben, vom Gesetzgeber vorgegeben, beziehungsweise ist es für uns wichtig, die Mitarbeiter, die wir vor Ort haben, weiterhin in unserem Betrieb halten zu können. Ein wichtiger Baustein für uns ist die Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung. Die Mitarbeitervertretung, deren Ansprechpartner ich persönlich bin, ist dafür, dass wir gemeinschaftlich die Ziele verfolgen. Wir möchten Dienstvereinbarungen planen. Wir möchten schauen, wie können wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, gerade im Hinblick auf das Jahr 2025 zu verwirklichen. Das geht nur in einer guten, konstruktiven Zusammenarbeit. In der Personalabteilung gibt es natürlich auch Dinge, die nicht eindeutig oder klar sind. Und daher bitte ich Sie und fordere Sie auch wirklich dazu auf, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas wissen möchten, kommen Sie auf uns zu. Scheuen Sie sich nicht, auch mit konstruktiver Kritik an uns heranzutreten. In der jetzigen Zeit, der Corona-Zeit, ist es ganz schwierig, da es sich ja auch vieles heruntergefahren ist, vieles gedämmt ist. Aber es ist auch so, dass wir trotzdem gemeinschaftlich zusammen sein möchten, zusammenarbeiten wollen. Und ich kann für mich nur sagen und auch gerade für die Personalabteilung, so wie es Vinzenz von Paul, der Gründer der Caritas, gesagt hat, wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.